Professor Christian Matzdorf ist Professor für Kriminalistik an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin, der HWR Berlin, war aber auch 30 Jahre lang bei der Landespolizei in Berlin, unter anderem lange Jahre im Kriminaldauerdienst. Also Sie kennen auch die Seite der Ermittler, die uns jetzt gestern gesagt haben, dass sie uns ganz wenig sagen. Unsere Fassungslosigkeit im Fall von Luise verlangt natürlich irgendwie nach Erklärung. Wir wollen das begreifen. Und hier halten sich die Ermittler besonders bedeckt. Warum ist das so und warum ist das auch so richtig? Es gibt zwei gute Gründe, etwas zurückhaltend zu sein oder sehr zurückhaltend zu sein, gerade in diesem Fall. Der eine Grund ist natürlich, die Ermittlungen an sich brauchen einen gewissen Schutz. Die müssen in einem Raum stattfinden, wo Täter, Täterinnen wissen, nicht in der Öffentlichkeit schon diskutiert werden kann. Das heißt, man muss bestimmte Bausteine zusammensetzen. Ermittlungen sind aufwendig, auch die kriminaltechnische Untersuchung. Das ist ein Teil. Und der zweite Teil ist, dass auch die Täterinnen hier oder die tatverdächtigen Mädchen einen Schutz genießen, einen besonderen Schutz, weil sie Kinder sind. Das ist im ersten Blick vielleicht schwierig nachzuvollziehen, weil hier viel Emotionen eine Rolle spielen, weil es natürlich sehr betroffen macht. Aber es ist korrekt, richtig und gut so, dass man hier auch mit Rücksicht auf die Familien zurückhaltend mit der Informationspolitik ist. Ja, und wir alle wollen uns natürlich irgendwie sowas wie ein Motiv zusammenpuzzeln, um zu begreifen, was am Ende wahrscheinlich gar nicht zu begreifen ist. Jetzt sagte der Oberstaatsanwalt, wir haben ihn gerade gesehen gestern, was für Kinder möglicherweise ein Motiv ist für eine Tat, würde sich einem Erwachsenen möglicherweise gar nicht erschließen. Können Sie das vielleicht erläutern? Ja, das kann ich aus der eigenen Betrachtung aus über 30 Jahren Ermittlungstätigkeit durchaus bestätigen. Wir haben natürlich entsprechend der altersmäßigen Entwicklung und auch der geistigen Entwicklung unterschiedliche Wahrnehmungsstufen, unterschiedliche Stufen der Einsichtsfähigkeit. Und das muss bei Kindern ganz besonders berücksichtigt werden. Also eine kindliche Welt ist nach wie vor eine ganz andere Welt als die eines rational möglicherweise gesteuerten Erwachsenen. Das heißt, möglicherweise, das, was Thomas Sonnenburg sagt, sind Kinder in dem Alter gar nicht in der Lage abzusehen, wirklich zu umreißen, was sie da zu tun im Begriffe sind. Eine beispiellose Tat, die aber gar nicht so singulär ist. Wir haben festgestellt, ja, ja, das kommt schon erschreckend häufig dann wieder vor, dass Kinder andere Kinder töten. Ist unsere Fassungslosigkeit im Fall von Luise vielleicht auch darin begründet, dass es sich mutmaßlich um Täterinnen, also um Mädchen, ja, handelt? Das spielt eine ganz große Rolle. Die Statistik sagte beispielsweise im Jahr 2021, dass es 19 Fälle gab, wo Kinder tatverdächtig waren, ein vollendetes Tötungsdelikt begangen zu haben. Das ist eine fürchterliche Zahl. In Deutschland? In Deutschland, ja, es bezieht sich nur auf Deutschland. Von diesen 19 Fällen waren 4 Fälle Mädchen. Und Mädchen sind insgesamt in der Gewaltkriminalität, in der Kriminalität allgemein, aber gerade bei der Gewaltkriminalität unterrepräsentiert. Das heißt, Mädchen sind nicht diejenigen, die in den Fokus der Öffentlichkeit gelangen. Und ein wenig haben wir auch Vorstellungen von Mädchen, die möglicherweise mit einer Tat dieser Art gar nicht in Einklang zu bringen sind. Daher unser Entsetzen. Die genießen in ihrem Alter einen gewissen Schutz. Das heißt, sie werden nicht verhört, sie werden befragt. Ja, richtig. Sie sind jetzt mutmaßlich in Obhut der Jugendämter, werden besonders betreut. Aber die Frage stellt sich trotzdem, ob nicht in solchen Fällen auch irgendeine Form von Strafrecht greifen muss. Und die Mutter des getöteten 8-jährigen Mädchens, Sie haben es gerade gehört, die sagt in ihrem Schmerz, in ihrer Betroffenheit, nee, ich finde es richtig, dass ein 13-Jähriger nicht strafmündig ist. Finden Sie es auch richtig, dass in dem Alter das Gesetz noch nicht greift? Wir haben hier in diesem Fall nicht nur das ganz tragische Opfer des getöteten Mädchens, sondern viel weitere Opfer. Die Familien, die Angehörigen natürlich, im Prinzip die ganze Gemeinde mittelbar dort betroffen. Aber auch die beiden Täterinnen sind natürlich, wenn es Täterinnen sind, oder die beiden tatverdächtigen Mädchen, sind in ihrer Kindeswohl, in ihrer Entwicklung stark gefährdet. Ein Kind, was eine derartige Tat vollbringen kann, ist ganz klar gefährdet und es braucht Schutz und Unterstützung, um überhaupt in die Gesellschaft wieder so integriert zu werden, dass es später ein halbwegs Anführungsstrich normales Leben führen kann. Und dazu sind die Jugendämter jetzt aufgerufen, die Gutachter, Gutachterinnen und möglicherweise auch eine psychologische oder psychiatrische Unterstützung. Wir wollen heute Abend unsere Zuschauerinnen und Zuschauer fragen, wie Sie das mit der Strafmündigkeit empfinden. Sie können den QR-Code, den wir einblenden, mit dem Handy scannen und dann jetzt noch teilnehmen an unserer Umfrage. Sollte das Strafmündigkeitsalter in Deutschland gesenkt werden? Ich bin gespannt auf Ihr Votum. Das gibt es gleich nach der Werbung. Vorher sage ich aber herzlichen Dank für Ihre Einschätzung, Professor Christian Matzdorf. Danke fürs Hiersein und das Ergebnis unserer Umfrage in wenigen Minuten. Professor Christian Matzdorf ist heute Abend bei mir, Kriminalwissenschaftler. Wir haben über den Fall der getöteten Luise eben gerade gesprochen und darüber, wie wir umgehen als Gesellschaft mit mutmaßlichen Täterinnen, die ja 12 und 13 Jahre jung sind
und in Deutschland noch nicht als strafmündig gelten. Wir haben auch Sie zu Hause gefragt, sollte das Strafmündigkeitsalter in Deutschland gesenkt werden, ähnlich wie das im europäischen Ausland oder auch in den USA der Fall ist? Das ist keine repräsentative Umfrage, aber das Ergebnis nichtsdestotrotz spannend. Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer haben heute Abend so abgestimmt, dass nur ganz, ganz wenige die Altersgrenze von 14 Jahren beibehalten wollen. Und die große Mehrheit von 94% sagt, ja, das Strafmündigkeitsalter sollte gesenkt werden. Und wir können auch noch mal aufsplitten, weil wir die Wahlmöglichkeit gegeben haben, auf welches Alter denn. Und dann sehen wir, dass von denen, die sich für eine Senkung ausgesprochen haben, doch dann die allermeisten, rund die Hälfte, sich für ein Alter von 12 Jahren ausgesprochen haben. Was sagt der Kriminologe, der Kriminalwissenschaftler? Die Werte, die wir jetzt erhoben haben hier, sind sicherlich emotional nachvollziehbar. Ich bin persönlich auch der Meinung, dass wir darüber diskutieren müssen, über die Strafunmündigkeitsgrenze, dass es da kein Tabu geben darf. Aber wir müssen es diskutieren auf einer rationellen Basis. Und da müssen die Ratschläge, die Expertise von Gutachtern, die sich mit Kindern befassen, Jugendpsychologen, Psychiatern und anderen Gutachtern, die müssen einfließen in diese Diskussion. Und dann können wir ein Ergebnis bringen. Das sollte nicht auf der Basis einer gerade unter den Eindruck des Geschehens stehenden Diskussion hier sein. Es gab auch durchaus verschiedentliche Kommentare, die uns erreicht haben. Michelle schreibt über Instagram, auch wenn der Fall sehr tragisch ist, denke ich nicht, dass die Senkung der Altersgrenze die richtige Antwort ist, ganz in ihrem Sinne. Aber viele argumentieren auch wie Sandra Höckel, die uns über Facebook geschrieben hat, völlig veraltetes Gesetz. Die Kinder sind heutzutage viel weiter, vor allem bei solchen Verbrechen, müssen sie sich der Tragweite bewusst sein. Das Argument kommt immer wieder. Eine 12-Jährige, eine 13-Jährige heute ist mit der von vor 20, 30 Jahren nicht zu vergleichen. Also der Meinung schließe ich mich uneingeschränkt an. Aber ich möchte nicht die fachliche Expertise anderer Menschen, die sich damit intensiv beschäftigt haben, eingreifen. Wir sollten diese Diskussion losgelöst von einem Einzelfall führen, einfach bei einer Betrachtung, die zeitgemäß ist und die all diese Aspekte mit einbezieht. Dann danke ich Ihnen für die Einschätzung. Hoffe, dass wir das mit Augenmaß weiterverhandeln und tatsächlich die Emotionen, so berechtigt sie sind, da nicht immer nur zum Leitmaß nehmen. So schwer es ist, ja. Vielen, vielen Dank, Professor Matzdorf, fürs Hiersein heute Abend. Danke.